herzlich willkommen am Pfingstmontag bei uns auf High Five. Es ist wieder Zeit, ihr durftet Fragen stellen. Wir werden sie diese hier in dieser Sendung beantworten. Und mit dabei, diesmal schon lange nicht mehr gesehen, Daniel Veit. Hallo. Hallo. Hallo, servus. Hallo, hallo, hallo. Und natürlich schon total oft gesehen, Florian Heider. Hallo. 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 Bevor wir loslegen, was ich immer gerne mache, ist Zugeschicktes auszupacken oder aufzupacken, wie der Nino immer Unboxing. Sagt. Unboxing. Und das ist ein bisschen was Besonderes. Ihr könnt auch gerne davon naschen, wenn ihr wollt. Und zwar hat uns eine Dame, die eine Seite betreibt, die heißt Sugar Fari, also Sugar auf Englisch, aber mit Adern. Weißt du, so dieses coole Englisch, dieses Sugar. Mhm. Und ja, Safari und die Sugar Fairy. Sugar Fairy. Vielleicht Fairy, vielleicht ist das ja der Twist. Achso, ja, aber das ist ja wie Safari. Ach so. Ja, genau. Mischung aus Sugar Fairy und Safari. Und die hat Süßigkeiten aus der ganzen Welt dort. Okay. Und da hat sie uns einfach mal so einen kunterbunten Mix gemacht. Also zum Beispiel so Marshmallow Squares. Ich glaube, das ist so typisch amerikanisch. Eine Toilette zum Eintunken. Das ist geil. Ui. Ich weiß aber nicht, woher. Da ist der Lutscher die Klobürste. Ich pack mal die auf. Das nice, ey. Ja, so lustigen Kleinkram hier, so ein Gummibug. Oder kennt ihr noch die Kaugummi-Zigarettensticks? Habt ihr die denn auch? Also das sind ja die kannst du ans Fenster schmeißen und die krabbeln dann so runter. Die Frage ist nur, isst man die danach noch oder nicht? Aber das sind jetzt nur die essbaren, die du meinst, war nicht essbar, oder? Eine Kippe? Die gab's, hast du die immer gegessen? Gerade nicht, danke. Was ist das? Kaugummi? Ja. Gibt's die? Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Ich dachte, die wären längst verboten. Vorher auch. Saure Spülung. Kaugummi-Zigaretten, die Schokozigaretten sind gleich verboten. Wieso kriege ich eigentlich das erste? Nee, das ist auch nicht verboten, oder? Ich weiß es nicht, aber ich meine, das tut ja schon so ein bisschen. Also hier übrigens. Nee, die waren früher schon auch essbar übrigens. Also hier ist die saure Spülung. Oh, geil. Und hier ist der. Ist tatsächlich so ein bisschen flach. Also das mal vorführen. Wie heißt der? Ich sage immer Pümpel, das heißt doch gar nicht Pümpel, oder? Fleißbürsten heißt das. Das sind Haribos aus Frankreich. Da Dragibü. Das Erbe, c'est beau la vie. Oh. Nouveau. Also nicht Nouveau, sondern ja. Neu. Das ist aber steigt hier das Nouveau. Ja. Violet Crumble klingt wie ein guter Bandname. Das kenne ich tatsächlich schon. Das gibt es auch relativ oft dann doch noch hier zu kaufen. Das sind so Zuckerdinger einfach. Surf and Turf Nerds klingt wie ein. Was ich aber total geil finde, Oreo Brownie. Ja. Also der muss gut sein. Und Munch, irgendwas, Marshmallow, Oi. Kram, Fireballs. Und das hier sieht aus wie so ein hipster Schokoriegel, finde ich. Zeig mal. Der ist, glaube ich, auch aus deutscher Herstellung, weil da steht irgendwie noch. Road Rocking Choc Choc Block. Keksriegel mit Schokolade und Marshmallows. Road Rocking Choc Choc Block wäre auch wieder ein schöner. Road Rocking Choc Choc Block. Was ist das hier? Das sind auch. Ist das irgendwas Italien? Lass das Scheißhaus mal offen. Also ich habe das Gefühl, also so aus Italien, aus irgendwie der Tschechei, glaube ich, hatte ich irgendwas. Ich weiß, glaube, das sind, glaube ich, diese. Die Zigaretten. Also die Marshmallow. Die kommen immer aus der Tschechien. Oh, Tschechien, Entschuldigung. Ja, und das kann ich zum Beispiel auch gar nicht lesen. Zwergier, Nährungsinnenhall, vielleicht Schweden, ich weiß es nicht. Draxler 2000, super sauer. Camel Balls. Da kann ich jetzt jemand Kamel ich Eier? Ja, kann er auch machen. Wer will einen super sauer? Das ist meins, guck mal, ein Bierlolli. Ui. Das sieht aber cool aus. Das gibt's ja gar nicht, das ist Tarito, heißt es. Camel Balls. Wo kommt denn das her? Das ist De Caramello, das klingt so Mexiko. Jawohl, mexikanischer Bierlolli. Top, geil. Da freue ich mich drin, riesig. Also ich freue mich riesig. Weiß nicht, glaube ich kriege so drin. Ach, geh. Milchschokolade covered Gummibärs, okay, das ist auch gut, neu. Ich probiere eins. Geil. Einfach mal so. Ja, alle möglichen Kram. Was müssen wir jetzt dafür tun? Gar nichts. Ich wollte es einfach nur auspacken live, weil ich das so super. Okay, hier ist ein scharfes Candy. Warte, Gummibärs mit Schokolade? Das ist ja geil. Süß und salzig, das ist doch irgendwie ein Erfolg, oder? Das sieht auch lustig aus. Pilz, Antiperle. Antiperle? Ja, das ist auch irgendwas. Das ist sowas wie die Antipille. Slowenien, boah, geil. Keine Ahnung. Okay, okay, okay. Ja, cool. Dann auf jeden Fall. Mach das die ganze Folge lang, bitte, Daniel. Ich habe jetzt leider ihren Namen, steht da, glaube ich. Steht da so? Sugar Fari. Genau, ja. Aber ich wollte ihr persönlich eigentlich auch denken, aber. Ja. Will ihr mal probieren? Im Moment nicht, nee. Ich finde die Idee ganz cool. Da drunter. So, das ist auf jeden Fall sau cool. Vielen Dank. Ja, die Jungs lieben Süßes. Ich liebe auch Süßes. Deswegen danke dafür. Was geht
ab bei uns diese Woche. Morgen eigentlich die letzte Folge von Community AAA. Oh. Also ich sage eigentlich, weil es kommt noch eine, weil morgen ist Y und Z. Und danach kommt noch das beste Spiel aller Zeiten, das ihr dann auch gewählt habt. Fängt mit Q an, kann ich jetzt schon verraten. Q-Bird. Überraschung. Genau, und dann haben wir wieder neue Sachen für euch geplant, aber dazu dann Näheres bald. Und wir wissen ja auch schon, was das beste Spiel ist und ihr aber noch nicht. Ja, es war es überraschend? Es ist bestimmt ein bisschen länger her. Nee, eigentlich war es nicht überraschend. Ist, aber genau. Ja. Mittwoch ist wieder Nino Taco-Tag. Nino ist gerade nicht da, weil auf vielen Meetings und busy. Und, aber auf jeden Fall wird es da, oder gibt es da schon die Charts-Folge oder gab es jetzt die Charts? Die gab es, glaube ich, letzte Woche. Dann wird es wieder wahrscheinlich eine reguläre News. Aber bestimmt geil, also schaltet da ein. Und Donnerstag, es ist ja schon ein Running Gag geworden, gibt es einen Koop-Five. Endlich Koop-Five. Ich sage jedes Mal, schon, glaube ich, seit einem Monat, nächste Woche zeige ich euch die besten Koop-Spiele lokal im lokalen Multiplayer. Okay. Also per Splitscreen und so weiter, die man zu zweit auf der Couch zocken kann. Aber schön ist, Maxi macht es nicht. Nee, ich habe das schon längst fertig. Aber jede Woche denke ich mir so, boah, jetzt kommt mir aber ein viel besseres Thema. Wir sind auch schon darüber hinaus, die Leute halt auch mal hinzustoßen. Das ist schon so, boah. Nee, aber diesmal passiert es tatsächlich, weil ich bin im Urlaub und das habe ich wirklich vorproduziert. Und also außer ihr macht jetzt noch irgendwas Überraschendes. Aber, nee. Wann am Donnerstag? Genau. Ja, könnt ihr sein. Das sehe ich mir nicht drin. Aber doch, nicht überraschend, aber am Freitag kommen die News von mir. Genau, der Flo vertritt mich diesmal. Vielleicht werde ich diesmal alles anders machen. Vielleicht auch der Flaschenöffner, man weiß es nicht. Es wäre aber fast, vielleicht gibt es einen Twist. Wir müssen mal gucken. Julius hat ja neulich auch einen Twist eingebaut im Fab Five, ne? Ja. Die 5 Plot-Twists. Da kam am Ende bei rum, dass Julius vielleicht gar nicht Julius ist weg. Gut, dass Julius wahrscheinlich Julius ist. Aber wir werden es erleben. Schauen wir mal, was ich draus mache. Okay. Das ist alles und ansonsten, wenn ihr es verpasst habt, letztes Wochenende, also ja, Samstag, der letzte Samstag, da kam unsere Folge Zucker und Salz, mal wieder eine. Ach, genau, und da waren wir. Zumindest die 2 Folgen, weil wir waren draußen diesmal und haben tatsächlich am offenen Feuer gekocht. Cool. Was gab's denn? Es gab Wikinger, also Bierfleisch nach Wikingerart. Es gab einen Hammersalat, das ist also auch alles, was es so damals im Mittelalter zu essen gab. Mit Hammer. Mit so kleinen Hammern, was der Schwarzenegger fährt. Nee, das war so ein bisschen mit Beeren und relativ einfach so ein Feldsalat, also wirklich für jeden zum Nachkochen. Und am Ende gab es das Steffer-Dessert, das war Quark mit Rosinen und Honig. Aber das hat man damals halt, man damals halt oft so gegessen. Und wir haben ziemlich krass abheulen müssen, weil dieses offene Feuer in dieser Jute war, die war zwar relativ groß, 60 Quadratmeter. Okay. Das war so ein Zelt mit einem Feuer drin. Genau, aber das wo ist war echt, denn das? Das war irgendwo außerhalb von München. Da wurde so richtig so ein Lager aufgebaut. Da, wo die Leute noch keine Steingebäude haben. Das ist ganz normal. Ich weiß, im Umland. Ich kann es dir gar nicht sagen, so 50 Minuten ungefähr von München entfernt, aber wohin? Pfaffenhofen. Da wohnen die in solchen Dingen. Berlin. Wo man halt hin. Ich 50. Circa 50 Minuten Berlin müsste es gewesen sein. Also Vorstadt. War cool, war richtig geil. Und es hat super ausgesehen. Und wir haben dann das Problem gehabt, am Anfang beim Zwiebelschneiden so, vielleicht heulen wir und es ist halt nichts passiert. Dann haben wir schon so ein Zwiebelding ans Auge gehalten, nichts passiert. Und dann haben wir über offenem Feuer was gemacht. Und dann war es nicht mehr schön. Also es war wirklich so, irgendwann hat Adrian gesagt, ich soll doch mal probieren. Und es hat echt gut geschmeckt. Aber er hat gesagt, ich sehe halt dabei aus, als würde ich kotzen müssen. Also ich habe komplett rotes Gesicht gehabt, in einer Tour nur zwei in den Augen. Und du konntest auch nicht so tun, als wärst du so ergriffen, dass es so gut schmeckt. Das hättest du hätte ich vielleicht machen sollen, ja. Oh mein Gott, das ist das Beste, was ich je gegessen habe. Das ist nur besser. Okay. Ja, stimmt, verdammt. Ja, das war cool. Und das deswegen, war super, ja. Und solche Aktionen konnten wir halt eben nur starten, weil wir halt auch einen Partner hatten, der uns da unterstützt. Also es war in dem Sinne Travian. Ja. Und weil das halt echt was Besonderes war. Ja, weil die haben ja jetzt ein Spiel rausgebracht, deswegen war das so eine Art Koop. Travian 5. So, beziehungsweise Travian Kingdoms heißt das eigentlich. Okay. Genau, wird ja relativ in Deutschland noch häufig gespielt, oder beziehungsweise nicht nur in Deutschland, in Russland, glaube ich, auch sogar. Das kann sein, ich habe mir gerade den Finger fast aufgeschnitten. No way! Aber jetzt zu dem! Ach so, gibt es irgendwas Besonderes auf der GameStar? Auf der GameStar? Da gibt es immer was Besonderes, wissen wir. Ja, aber vielleicht weißt du ja schon, was voll die Woche so passiert. Im Witcher-Fieber immer noch. Ah, geil. Und die Leute wollen alles wissen über den Witcher und wir sagen ihnen alles, was sie wissen wollen über den Witcher. Und sonst, ja. Alles. Und sonst nix.
wir zeichnen das ja jetzt auf für nächste Woche. Also wenn heute Pfingstmontag ist, dann weiß ich gar nicht, was morgen am Tag nach Pfingstmontag so passieren wird. Also spontan passiert das sozusagen bei euch dann? Ja, wir müssen ja immer reagieren auf das, was draußen gerade der heiße Scheiß ist und so. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, was nächsten Dienstag passieren wird. Aber es ist bestimmt sehr, sehr aufregend und sehr, sehr lesenswert. Sehr, sehr aufregend. Aufregend sind auch die Fragen übrigens. Und zwar, dann kommen wir mal gleich zur ersten. Die ist von Tommy und der möchte von uns wissen, beziehungsweise stellt die Frage: David oder David Hein hat vor kurzem beschlossen, all seine Videoformate zu kippen. Sind eurer Meinung nach alle YouTuber geldgeil und wollen einfach nur Fame? Grüße aus der Schweiz. So, und genau, wir haben das Video gesehen. Wir haben dann vorher auch drüber gesprochen noch. War letzte Woche zumindest, oder wegen der Aufzeichnung diese Woche, ein aktuelles Thema. David Hein, für alle, die es nicht gesehen haben, hat seine ganzen Videoformate gekippt in dem Sinne, wie der Tommy das hier schreibt, und hört auf mit, ich weiß nicht, was er alles hat, News, irgendwie so Filmkritik, all den ganzen Käse. Top Ten und genau. Und möchte einfach in sich selbst gehen und dann immer was rausbringen, wenn es fertig ist und wenn er es wirklich vertreten kann und geil findet und nicht einfach, um Klicks zu erhaschen durch irgendwelche Titten-Thumbnails oder bildartige Schlagzeilen etc. Die er auch hatte eben die ganze Zeit. Und das ja, die auch haben wir ja teilweise. Eben als, genau, ne, sagt halt auch, das ist halt so, es hat halt mehr generiert, teilweise dann bis zu 100.000 Klicks mehr. Keine Ahnung, von halt 40.000 Klicks auf 170.000 Klicks. Da fahren also die aber auch, also ist ja bei uns. Ja, ja klar. Ja, ja. Und jetzt will er halt nur noch so in Richtung, ja, mal eine Reportage, mal ein Behind-the-Scenes, egal wie lange es dauert, und das qualitativ Hochwertige auch ein bisschen mehr in Richtung redaktionell gehen und gut recherchiert und so. Und ja, das ist jetzt zumindest der Plan. Ja, so USK zum Beispiel hat er irgendwie erwähnt, dass er so Hintergrundberichte zu USK gerne machen würde. Mhm. Ja, ist an sich, glaube ich, eine schöne Sache. Ist die Frage, ob die Leute das halt dann gucken. Also die haben natürlich sehr positiv darauf reagiert, aber klar, das ist ja klar, dass die Leute darauf positiv reagieren. Also es ist ja grundsätzlich, glaube ich, mal zu begrüßen, wenn jemand sich verabschiedet von reißerischen Themen und reißerischen Bildern, um dann irgendwas was Fundierteres zu machen. Kann mir allerdings vorstellen, dass David Hein inzwischen auch nicht mehr so sehr angewiesen ist auf den regelmäßigen starken Output. Mhm. Sondern dem sein Kanal sollte eigentlich stark genug sein, und er macht ja auch nicht nur das und muss sicherlich auch nicht nur davon leben. Insofern soll er doch erstmal machen. Ich glaube auch, dass er da irgendwo einen Job hat jetzt, irgendwie ein festes Einkommen und nicht mehr auf die als YouTube als Einnahmequelle angewiesen ist und deswegen sich vielleicht auch, also es klingt so danach, weil ich meine, von diesen Reportagenvideos, die sind erstmal, brauchen viel länger eine Aufbereitung, und das heißt, du hast viel weniger Videos, viel weniger Output. Dann ist natürlich noch die kritische Frage, wird es wirklich gut geklickt? Davon leben könnte er dann nämlich nicht mehr. Also er sagt, kommt ja darauf an, wie viel dann das eine Reportagevideo mehr geklickt wird, wenn das entsprechend, und er ist ja sehr gut vernetzt, von Leuten geteilt wird, als jetzt schnell hingerotzte, oder nicht hingerotzt ist bei David auch nicht der Fall, aber so schnell produzierte Top-5er-Nummern oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Sein Vorteil ist natürlich, dass er sehr, sehr gut vernetzt ist, auch mit den sehr, sehr großen YouTubern über ProSieben, also ob jetzt Gronkh und so weiter, der ist ja da in dieser Entourage oder in dieser ganzen Crew ganz gut dabei, und dann glaube ich auch, dass die das entsprechend weiterverteilen würden. Auch Fabian wird dem sicher Unterstützung bieten, wo er nur kann, und dann gucken wir halt mal. Also, ja, das ist das Spannende eben. Ja, schauen wir mal. Weil schön wäre es, aber die Frage ist, ob das wirklich klappt. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass Julians Blog, von dem persönlich ich jetzt eher wenig halt, auch schon vor seinem Skandal jetzt mit dieser GDL-Geschichte, dass der irgendwie 1,2 Millionen Abos hat mit 86 Videos. So, also da ist jetzt ja auch wohl nicht der reine Output gewesen, sondern auch eher das, was in den Videos war, was die Leute angezogen hat, und nicht die reine Masse an Videos. Nee, das stimmt schon tatsächlich. Aber die Frage ist, ob du davon leben kannst. Und er hat ja davor, ich meine, bei uns hat er ja zum Beispiel auch Filmkritiken geschrieben. Ja. Das war ja mit einer Einnahmequelle. Ja, dann war's, macht er auch heute noch immer mal wieder. Ja gut, dann die YouTube-Videos, und von irgendwas muss er ja leben und essen. Und es ist halt einfach Fakt, dass wenn du da weniger Outputs hast, oder beziehungsweise ein Risiko erstmal, damit kann ja nicht sicher sein, dass die Videos gut laufen. Also nee, das kann ja nicht garantieren. Und so wie ich ihn kenne, wird er erstmal irgendwas wo haben, dass auf jeden Fall zumindest sein Lebensunterhalt gesichert ist. Das wäre halt jetzt interessant zu wissen, weil so hat man halt erstmal den Eindruck, vielleicht als Zuschauer, ja, er sagt sich von allem los und fängt quasi von vorne an mit ganz neuen Dingen und so. Und er sagt halt selbst, er hätte von den alten Videos nicht leben können, und jetzt wird das erst recht nicht können oder so. Was, was dabei natürlich verschwiegen wird oder auch nicht, ist, vielleicht läuft es halt einfach so, dass er halt schon wesentlich
lukrativeres Angebot hat und dann ist es natürlich auch leichter, auf sowas zu verzichten. Das ist ja bei uns zum Beispiel halt dann doch deutlich schwerer, weil man schon immer so diesen schmalen Grat hat. Man will ja den gleichen Inhalt liefern, aber passt jetzt gerade das Thema, kann man denn wirklich etwas mehr reißerisch sein im Titel oder beim Thumbnail und hat halt dadurch wirklich bis zu 100.000 Klicks mehr. Das kennen wir ja auch. Und dann ist es halt immer so, ja. Wir könnten uns das in der Form halt nicht leisten quasi. Manchmal muss es halt irgendwo sein, wenn es denn passt. Aber deswegen würde mich mal interessieren, was er denn dann sonst vorhat, weil davon kann er ja nicht leben. Und das wird halt aber auch nicht gesagt. Deswegen, das wäre halt ganz interessant. Zumal ja der Hein selbst ja da kein Kind von Traurigkeit war und so. Das gibt er ja selbst auch zu. Aber gerade so dieses doch zu vernachlässigende Nosterafo-Video war ja auch so. Gut, wie sehr vom Saulus zum Paulus jetzt geworden Saulus ist, das, ja, das ist so eine diese Glaubwürdigkeitsfrage, mein Gott. Aber ich meine, letztlich, wenn er von dem Reißerischen wegkommt zu was Professionellerem und zu was Besserem, dann ist es ja letztlich auch wurscht, warum. Ja, ja, klar, ich bin halt also gespannt, was. Wenn er davon leben kann und der ist clever genug, um einschätzen zu können, wie gut er davon leben kann. Ja. Und der wohnt in Berlin, also es ist jetzt auch nicht München, das heißt, in Berlin kannst du auch von ein paar weniger Klicks ein bisschen entspannter leben als in München. Würde ich mir einfach jetzt mal anschauen, was da so kommt. Interessant wird es auf jeden Fall, weil ich meine, die Videos an sich, der weiß ja, was er macht und das kann er ja auch gut, die Sachen. Also so ist er das nicht. Auch das Video selbst. Wie bitte? Toll. Ja, stimmt. Er war ja auch wirklich auf kurze Zeit der Sachverhalt gut erklärt, gute Beispiele geliefert und so weiter. Also ich meine, da wünsche ich ihm natürlich viel Glück. Ich finde, Deutschland ist da ein bisschen, hängt da ein bisschen hinterher, was so diese Ernsthaftigkeit von den YouTube-Inhalten betrifft. Weil die haben ja früher gestartet, die hatten auch vor uns schon richtig qualitative Videos auf YouTube. Die hatten dementsprechend auch mehr Geld. Bei dem war ja zum Beispiel auch diese Funding-Geschichte von Google, fand ja, glaube ich, ein Jahr vorher statt oder zwei Jahre. Und ich glaube auch, dass deren Generation von den Leuten, die YouTube schauen, auch ein bisschen älter ist als die jetzt in Deutschland. In Amerika meinst du jetzt? Ja, in Amerika. Also klar hast du hier auch über 30 oder über 35-Jährige, die YouTube schauen, aber ich meine, dass die Zielgruppe hier in Deutschland noch weitaus jünger ist, als wie es in Amerika der Fall ist. Wir merken das bei GameTube ja ziemlich deutlich. Also wir haben ja im Schnitt eine sehr viel ältere, oder schon ältere Zielgruppe als, sag ich mal, die richtig großen Let's Play-Kanäle, weil wir sind nun mal hauptsächlich Let's Play-Kanal und da merkst du schon, dass unser bisschen erwachsenerer Ansatz scheinbar eben nicht das ist, was die große Masse der deutschen YouTube-Zuschauer so sehr reizt, weil die wollen eben eine schrillere Ansprache und dann holen die sich die eben auch woanders. Aber wir können uns da jetzt auch nicht verbiegen. Nee, das wäre ein Fehler. Also wir geben uns ja schon Mühe, dass wir irgendwie schöne Teaserbilder haben und dass wir uns irgendwie in der Suche, zumindest was so Suchbegriffe angeht, irgendwie gut platzieren, damit wir dann auch gefunden werden können von denen, die es sehen wollen. Aber mit den wirklich, wirklich großen Kanälen für Leute, die jünger sind als 3 Jahre, sag ich mal so. Nein, oder sag ich mal, die im unteren Teenageralter sind, da brauchst du dann auch nicht mehr konkurrieren wollen, weil das sind wir auch einfach als Macher zu alt. Ja. So. Und dann hilft auch dein schrilles Thumbnail irgendwann nichts mehr. Ja, das stimmt. So, eine weitere Frage und zwar von Geo Kiew. Was haltet ihr von einem Format, in dem komplexe Stories von Spielen und Spieleserien genau vorgestellt und analysiert werden? War gerade ein schneller Gedanke, als ihr euch über Halo unterhalten habt? Oder gibt es das vielleicht schon? Und das ist halt eine Frage, die gut an die erste anschließt, weil wir zumindest haben auf H5 schon oft auch über Formate geredet, die auch, sage ich mal, so ein bisschen ernster und komplizierter werden. Mhm. Aber dann war so der Vergleich Aufwand, Ertrag und dass wir es halt nicht machen können, weil es ist eben hier jetzt auch nichts Privates. Wir sind ja angestellt und klar sind wir auch wir. Also sich zu verstellen jeden Tag, das würde keiner von uns packen. Da würden wir entweder einen Oscar kriegen nach 2 Jahren oder bei Berlin Tag und Nacht landen. und deswegen geplant, tatsächlich drüber nachgedacht haben wir über sowas schon mal. Und würde ich auch total gerne machen, einfach mal so richtig schön journalistisch, tief so aufbereiten, komplexere Themen, auch mal so ganze Geschichtshintergründe von einer großen Serie. Aber geht es jetzt rein um die Story im Spiel oder auch die Geschichte des Spiels? Also geht es jetzt darum, bei Halo, welcher Vorvater, welchen Spartaner, wann, wie? Oder geht es darum, wie die Halo-Serie entstanden ist? Also
dass die erst auf dem Mac und dann auf dem PC und dann hat das Studio das übernommen. Also er redet von komplexen Stories, von Spieleserien, die man entweder eben wiedergibt oder analysiert. So. Aber ich habe das jetzt einfach mal weiter ausgefächert, ja, klar, okay. weitergetragen. Also ich finde das an sich total interessant, also gerade jetzt, wenn so die Geschichte wieder aufbereitet wird. Gibt es bei Game Trailers zum Beispiel, gibt es diese GT Retrospective, ich weiß nicht, ob sie sie noch machen, das war eben bei größeren Serien, zum Beispiel eben bei Castlevania, als Lords of the Shadows rauskam, oder auch bei Tomb Raider, bei Raider. Ich weiß es gar nicht mehr, ein Haufen Titel, und die haben das immer auf mein Gott, sogar 5, 6 Folgen gemacht oder so. Metal Gear Solid zum Beispiel auch, damals beim letzten Teil. Endinteressant. Mit unglaublich viel Liebe zum Detail und genau darauf eingegangen. Insgesamt so eine Laufzeit wahrscheinlich dann auch von einer Stunde oder so gut hin, aber halt wie gesagt aufgeteilt, und das war fantastisch. Aber wie du schon gesagt hast, erfordert halt ganz viel Arbeit, gerade bei sowas wie Metal Gear Solid oder so, damit da brauchst du halt schon einen Crack, aber an sich ist es super. Das ist halt was, das machst du jetzt aber dann auch nicht für einen Ertrag, also es ist kein Video, was du jetzt produzierst, damit du damit möglichst schnell möglichst viele Klicks bekommst, sondern das dauert halt wirklich lang, wenn du was ich, und wenn es nur Halo ist, weil es sind inzwischen auch einige Spiele, wenn du da die komplette Lore und aus den Büchern das alles mal erstmal verinnerlichst, dann musst du es ja selber nochmal verarbeiten, dann musst du es einfacher und gestrafter wiedergeben, dann musst du es alles noch mit Bildern unterlegen, die dazu passen. Und die Halo-Macher sind ja selber nicht unbedingt die Stärksten darin, ihre Geschichte im Spiel zu erzählen. Ich glaube, bei Halo 4 war es so, dass die eigentliche interessante Geschichte, die hast du nur gefunden, wenn du irgendwie so komische Terminals entdeckt hast und dann so nachgeforscht hast, so voll der Schmarrn. Ja. Und so viele Spieleserien gibt es, glaube ich, gar nicht, die das hergeben. Also Metal Gear auf jeden Fall, Halo vielleicht auch oder so. Oder bei Castlevania wird es dann schon schwierig, weil es, glaube ich, nicht eine durchgehende Lore ist. Ja, da musst du eh so aufpassen mit dieser Timeline, die da teilweise bei Zelda ist. Genauso. Und ja, das ganzen Japanern und halt. Ne? Die, sag ich mal, 99% aller Spiele haben nun mal einfach eine Geschichte, die es nicht wert ist, nochmal erzählt zu werden. Muss man halt auch mal sagen. Also verglichen mit Literatur oder Filmen haben die meisten Spiele einfach keine gute Story. Muss man einfach mal so sagen. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich, ansonsten habe ich mir jetzt viele Feinde gemacht, aber das meiste ist halt jetzt nicht so dieses so... Du meinst generisch einfach. Ja, halt, mein Gott, es gibt halt immer den Helden, dann gibt es den Drachen und dann gibt es die Prinzessin. Also selbst so ein Max Payne oder so, du kannst wahrscheinlich die drei Teile auf eine gute Folge... Du kannst auch die Story von Max Payne, die kannst du auch in 3 Minuten wahrscheinlich erzählen. Ja, also grundsätzlich. Aber kann man schon mal machen, aber es ist halt sehr viel Arbeit, das zu machen. Und es lohnt sich, glaube ich, wenn man die Arbeit mal reinsteckt und dann... so dieses Video macht und so, und dann, wie auch wenn man gut vernetzt ist, dann wird sich das schon verteilen und die Leute werden es schon anschauen. Ja. Also, mein Gott, man braucht halt jetzt keine astronomischen Zahlen erwarten. Also das ist halt dann das Problem, ne? Wie rechnet sich gegen und was kann man in der Zeit sonst noch produzieren? Ja, weißt du? Privat zum Beispiel ja, weil das ist dann auch so ein Leidenschaftsding, wie du gesagt hast, das machst du ja nicht und kriegst. Klar, wenn du Bock hast, das zu erzählen oder so und sagst dann, ja, keine Ahnung, die nächsten 5, 6, 20 Samstage verbringe ich damit, das aufzubereiten, weil mir halt am Herzen liegt, das bei High Five zu veröffentlichen oder so, dann ist das geil, aber so während der Arbeitszeit kriegt man es halt nicht hin, weil dann so viel flöten geht. Ein Beispiel, wir haben jetzt, bevor Witcher 3 rauskam, es haben viele vielleicht die ersten Ball nicht gespielt oder das erste nur gespielt oder das zweite dann mittendrin abgebrochen oder so, und das ist ja doch eine relativ komplexe Geschichte, die sich der ausgedacht hat, basiert auch auf dem Roman und ist jetzt nicht das Allerdümmste. Und da haben wir auch ein Special in Auftrag gegeben, so schreibt doch mal zusammen, was in dem ersten Teil passiert ist, was im zweiten passiert ist, wer die wichtigen Charaktere sind und wie das alles so zusammenhängt und so. Ja, das kann man machen, das hat der Autor auch gut gemacht, und aber verglichen mit einer News, wo es heißt, ja, die haben aber die Grafik runtergedreht, da klickt es halt nur ungefähr, weiß ich gar nicht in welchem Faktor, 10-mal schwächer. Und dann, Ne? Ist halt eigentlich schade. Im Zweifel musst du halt beides machen. Das eine, wo du weißt, das klickst nicht, aber das ist halt interessant und das kannst du immer mal wieder weiterverkaufen und dann beim nächsten Witcher oder beim nächsten Addon kannst du sagen, ja, hier gibt es das Special nochmal, lest euch das doch mal durch. Das stimmt, Und die News, die es halt nach 2 Tagen gegessen hat, aber 10-mal so viel Klicks gemacht. Also, Aber rechnet sich das dann auf lange Zeit hin, wenn du jetzt sagst, dass diese eine News, die wie gesagt nach 2 Tagen vergessen ist und du hast eine Retrospektive zu Witcher 1, 2 und jetzt zum 3er, auf, was weiß ich, ein halbes Jahr oder ein Jahr gesehen, dass du dann sagst, dass... Ich glaube, nein, ehrlich gesagt. Also es kommt immer aufs Thema an, aber gerade diese Aufregerthemen wie Witcher Downgrade, die machen wir ja auch nicht unbedingt deswegen, weil wir das Gefühl haben, dass man jetzt da auf CD-Projekt draufhauen muss, dass es da dieses Downgrade gab, weil die meisten Leute viel zu angespannt damit umgegangen sind. Aber wir müssen die nun mal machen, weil das da draußen einfach ein Thema ist und die Leute das lesen wollen. Und dann machen wir es auch. Und dann lesen es die Leute halt auch wie wahnsinnig und diskutieren drüber. Ja. Und dann hebst du das mit einer Retrospektive aber auch nicht mehr auf. Also keine Ahnung. Das ist halt in dem Fall der Extremfall so. Ja. Retrospektive machst halt, damit du halt auch mal den journalistischen Aspekt abgedeckt hast. Ja. Genau. Und bei Videos wäre es ja noch mal viel schwieriger geworden. Also bei die Witcher-Stories... Ja, ist auch ein ganz schöner Brocken, das komplett zu erzählen.
Ja, das selbst bei Halo, also wenn du nur den, oder wenn du die Bücher zusammenfasst, ich habe mal mir so ein Video angeschaut, das war irgendwie 15 Minuten, so ein 15-Minuten-Video, ja, wo wirklich fast alles drin war. Bei Halo jetzt. Bei Halo. Ja. Und ist schon relativ lang, also für so ein Video. Und der hat wirklich schnell erzählt, also wirklich richtig, also fast durchgerast. Ist also das hier so, dass du eigentlich nach 5 Minuten schon gar nicht mehr, also wenn du es nicht gelesen hast, schon Schwierigkeiten hattest, die Vernetzung noch im Gehirn zu behalten. Ja, vor allem, du musst es ja immer erstmal selber verarbeiten, weil das du, meine ich, ja, wenn du jetzt Halo-Fan bist, dann ist es klar, wenn du dann irgendwie vor dann den, von den Altvorderen redest, die wahrscheinlich wieder ganz anders heißen und so. Ja. Aber die, ne? Aber du musst es ja einerseits den Halo-Fans erzählen, die sagen so, ja stimmt, der hat das gut verstanden, der hat das Universum begriffen, und dann haben wir auch die anderen, die ja noch nie was davon gehört haben, und die müssen es ja auch verstehen. Genau. Und das ist schon, wir haben mal bei GameTube über so ein Format nachgedacht, wo es jetzt weniger um Spiele-Stories geht, sondern so ein paar andere Sachen mal so ein bisschen so kompakt zusammenzupacken, aber das ist echt nicht so leicht, ja, gerade wenn es um komplexere Geschichten geht. Also ihr hattet auch Formate, wo ihr gedacht habt? Nee, wir haben noch kein Format, aber gab auch ein paar Gespräche mit anderen Leuten noch, dass man mal gewisse Dinge einfach mal versucht, für YouTube-Zuschauer anschaulich zusammenzupacken. Mhm. Und das ist richtig schwierig. Ja. Ja. Also erzähl mal die Bibel in 5 Minuten. Das ist außer wir hätten so ein Puppentheater. Ja, das dann ist mit Puppentheater hatte damit auch also nicht zu so tun. Mal eine Idee von Tommy Krabbeis, wollte der nicht mal irgendwann mal so ein Puppen? Ich kann mich so ganz. Wir haben die Weihnachtsgeschichte mit Masters-Figuren gemacht damals. Echt? Weihnachten. Ach, hast du nicht gesehen? Doch, ich kann mich grob dran erinnern. Aber das ging gut, ja. Mit Skeletor und so. Ja, weil dann kannst du alles, da hast du alles bildlich unterlegen sofort. Ja, ist, und das ist auch noch dein eigener Content. Ja. Kannst du schön ID-Content anklicken. Ja. Schaffen wir überhaupt noch eine Folge oder sind wir schon. Eine Frage meinst du? Ja, eine Folge. Oder sind wir schon am Ende der Folge? Ja, die könnte man relativ kurz auch beantworten. Daniela Deisel würde gerne wissen, wenn die Dani. Ach, ist es echt? Ja? Die kenne ich ja. Hallo. Ah, cool. Die weiß gar nicht, oder die wusste gar nicht, dass du zu Gast bist. Deswegen ist das jetzt Zufall. Dann sitzt die jetzt fiebrig vom. Hallo, Daniela. Ja, wenn ihr die Möglichkeit hättet, den Vielsafttrank aus Harry Potter zu benutzen, in wen würdet ihr euch verwandeln wollen und was würdet ihr anstellen? Ich muss jetzt kurz als Harry Potter-Noob, der zwar die Filme gesehen hat, das aber auch schon wieder in länger her ist. Wen würdet ihr euch verwandeln wollen? Das ist die Funktion vom Vielsafttrank. Genau. Du kannst. Du musst dazu wissen, was in den Trank kommen Zutaten von der jeweiligen Person rein. Also es ist zum Beispiel auch ein Haar. Das heißt, du musst praktisch den Kontakt herstellen. Also du musst ja irgendwas von der Person haben, oder? Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich will Angelina Jolie werden, weil ich habe ja nicht den, ich komme jetzt nicht an ihre Haare ran. Ja gut, vielleicht so irgendwie am roten Teppich schnell mal dazwischen springen und tack. Nein, aber ich glaube, die Dani, die meint das schon globaler. Also du kannst auch Angelina Jolie sein wollen. Aber stell dir mal vor, ich bestelle mir online jetzt Haare von Angelina Jolie, aber irgendwer verarscht mich und dann sehe ich, das ist halt jemand ganz anders. Und dann verwandle ich mich. Und wie kannst du da wieder zurückverwandelt werden? Brauchst das passiert nach einer Zeit von sich. Ach so. Also es ist nur begrenzt. Okay. Keine Ahnung, das war da begrenzt auf ein paar Stunden, oder? Da saß ja schon lange in der Verhandlung drin. Die war doch dann, die Hermine war dann diese Sekretärin im Gericht. Ja, das geht so, weiß nicht, einen halben Tag oder wahrscheinlich so. Irgendwie sowas, ja. Boah, auf der ganzen Welt. Und dann. Und man sieht aber nur so aus. Man sieht nur so, man kann nicht quasi in den reinschlüpfen und das Innenleben von dem kennenlernen, sondern man du siehst halt so aus und sprichst wie du. Wie ich sonst sprechen würde. Nee. Achso. Nee? Also du würdest jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt mich wählst, dann würdest du halt so aussehen wie ich und meine Stimme haben und alles, aber du hättest keine Ahnung, was in meinem Kopf vorgeht. Okay. Und deine Art, wie du gehst und alles, wie du guckst, bist ja du immer noch. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre jetzt der GDL-Chef, Gieselski, dann würde ich wahrscheinlich immer noch, hallo, wie geht's euch? Macht er das nicht auch so? Exakt. Und immer so Bier. Wie man ihn kennt. Ja, genau. Und Bier und Bacon. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist total. Das macht man doch dann nur, wenn man sich irgendwo einschleichen will. Oder wenn man jemanden um was anderes beneidet, dass man sich auch mal. Also ich würde, glaube ich, irgendeine wirklich krasse Berühmtheit wählen, sei es jetzt ein Sänger oder ein Schauspieler. Also ich könnte jetzt sagen, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio, obwohl als Mann hätte ich vielleicht nicht so Bock. Ich nehme jetzt mal, habe eigentlich keinen Bock in ihre Figur zu stecken, aber Kim Kardashian. Und dann würde ich in den Club gehen, ich würde all meine Freunde mitnehmen und dann im Club würde dir jeder alles geben, alle Getränke, die du wolltest. Und keiner würde dich wirklich mögen. Und kein, das stimmt ja gar nicht. Das würden die mir ja nicht zeigen.
Ja, und Kenny West will auf sich draufsteigen. Aber ich würde ja alle Getränke umsonst bekommen für all meine Freunde, eine fette Party, eine fette Loge. Und dann gehe ich einfach, ohne zu bezahlen. Ich glaube, ich würde auch Kim Kardashian sein wollen, nur damit ich Kenny West aufs Maul hauen kann. Einmal. Ja, aber du bist ja jetzt hier. Das heißt, du musst ja dann... Verdammt. Okay, verdammt. Was hast du denn mit Kanye West für ein Beef? Ja, boah, Heider. Ich versuche das mal zu hypen ein bisschen. Das ist ein Idiot. Wieso? Der ist ein sehr guter Musiker. Ja, er ist deswegen halt krass abgehoben. Der vergleicht sich ja mit Gott. Wir alle, wir Musiker. Oh! Du bist ja für mich auch der zweite Kanye West, von daher. Der Kanye West am Weiß. Du bist Dani West. Groß. Dani West. Oh! Ja, der hat ja auch. Der hat ein paar echt extrem gute Songs, aber ich finde, das ist so ein Vollidiot. Das ist ja unfassbar. Aber gut, dann kann ich quasi die Kardashian nicht sein. Warte, ich nehme Jessica Alba, ich nehme das zurück, weil die ist cool. Warum denn die? Weil die cool ist. Du willst also die. Und die sieht super aus. Ich nehme, glaube ich, Jessica Albers Mann. Toll. Dann können wir jetzt zusammen in den Club gehen. Dann nehmen die uns Uhu. Das ab. Free Drinks. Free Drinks. Boah, wenn dann die Maske fällt, aber dann... Hans Alba. Aber ein halber Tag ist gut. Dann gehen wir so um 11, so 12, nee, die Coolen kommen ja erst so um 1. Dann trinken wir das kurz davor und dann gehen wir dahin. Und dann haben wir so bis 4 oder so Zeit, um zu Party. Reicht doch. Erstmal. Und dann süffeln und jeder hat Spaß. Und dann ins Hotel. Dann gehe ich als Brad Pitt mit. Ja, das ist geil. Dann sind wir alle... Mit 7 Kindern und einer, der dich die ganze Zeit ankeift. Ja, die habe ich ja nicht. Ach so. Ich bin ja hier. Du bist allein. Okay. Man muss nur aufpassen an dem Tag, ob die Person irgendwo auf einer wichtigen Veranstaltung ist. Das wäre aber auch lustig. Und dann bauen wir total die Scheiße und dann heißt es am nächsten Tag so Schock für Angelina, Brad Pitt nackt im Kaufhaus oder so. Das wird super. Kann man denn sich auch den Zeitpunkt auswählen? Den Trank trinkst du ja dann nicht. Nee, ich meine, muss es in der Zukunft sein oder nicht? Nö. Oder? Das, also ich glaube, ich würde mich in Elvis reinseppen beim Aloha from Hawaii-Konzert oder so. Ja, aber du kannst dich ja nicht reinseppen, so. Du siehst ja bloß so aus. Meinst du das? Ja, aber ich habe ja auch die Stimme. Und wenn ich die Songs kenne, dann kann ich ja auch so singen. Und einmal in dieser Kluft da vor diesen Milliarden Zuschauern auf der Bühne stehen und dann so merken so, boah, heute klappt das aber super mit der Stimme. Und dann singst du so das Aloha from Hawaii-Konzert. Du würdest eine Milliarde quasi Leute zu Elvis gehen und sagen, mach mal einen Tag Pause, ich übernehme das. Dann machst du, ich weiß, was wir machen. Dem rührst du halt was in seine Tabletten rein und dann... Du machst Elvis, ich mach Tupac und du machst Kurt Cobain. Boah. Und dann gehen wir fort. Und dann machen wir ein Supergroup-Konzert. Und dann gehen wir fort. Und dann gehen wir fort. Aber genau so. Das, dann gehen wir das fort. Stimmt, aber mit der Stimme, da habe ich gar nicht gedacht, das ist richtig geil. Ich würde mich auch in die Fußgänger... Ich glaube, wir würden bloß in der Fußgängerzone stehen. Das wäre der Hammer. Elvis, Tupac und Kurt Cobain. Das ist eine Nummer. Ja, boah, aber wer singt gute dann? Da singen ja alle und keiner macht Mucke. Ah ja, stimmt. Dann holen wir uns noch, der Julius kommt mit als... Wen auch immer er als Gitarrenspieler haben wollte oder so. Da gibt bestimmt was. Dann dürfen wir aber nur, geil, und dann reden wir alle Englisch und ich mit so einem deutschen Akzent, du mit so einem bayerisch-deutschen Akzent. Alle wundern sich, warum singt der Elvis bayerisch auf einmal. Geil. Treat me like a fool. Return to sender. Ja gut, sehr schön. Ja, also, schöne Frage. Danke, gut, Dani. Stimmt. Danke, Dani, und danke an euch jetzt für zumindest die erste Folge, denn gleich geht es weiter mit der zweiten, mit einer noch interessanteren Frage. Seid gespannt, bleibt dran, bis gleich. Ciao.